Max. It's time. Chloe. I'm so, so sorry. I don't want to do this. I know, Max. But we have to. We have to save everybody, okay? And you'll make those fuckers pay for what they did to Rachel. Being together this week, it was the best farewell gift I could have hoped for. You're my hero, Max. Oh, Chloe, I'm gonna miss you so much. Get out of here, please. Do it before I freak. And Max Caulfield, don't you forget about me. Never. Ein letztes Mal. Reisen wir zurück. Dahin, wo alles begann. Auf mir kommt es vor, als wäre das schon fast ein Jahr her. Kommt auch fast hin. It's cool, Nathan. Don't stress. You're okay, bro. Just count to three. Don't be scared. You own this school. If I wanted, I could blow it up. You're the boss. So what do you want? I hope you check the perimeter, as my stepass would say. Now, let's talk business. I got nothing for you. Wrong. You got hella cash. You don't know who the fuck I am or who you're messing around with. Where'd you get that? What are you doing? Come on, put that thing down. Don't ever tell me what to do. I'm so sick of people trying to control me. You are going to get in hella more trouble for this than drugs. Nobody would ever even miss your punk ass, would they? Get that gun away from me, psycho! Ein letztes Mal sich verändernde Szenen. Nathan wird verhaftet für den Mord an Chloe. Wird verhört. Wir sehen keine tanzende Chloe mehr. Aber Mr. Jefferson wird ebenfalls verhaftet. Der Spaziergang ist weg. Dafür sehen wir die Eltern von Chloe wieder. Wir konnten nie mit Wasser planschen. Sitzt stattdessen traurig mit einem Teddy. Auch das Foto ist weg. Aber wir können mit Joyce Erinnerungen teilen. Und alleine uns mit Fotos erinnern. Da
sind wir alleine am Leuchtturm, wo wir so oft waren. Und Arcadia Bay ist gerettet. Für heute. So gehen wir zur Beerdigung unserer besten Freundin. Bekannte Gesichter sind dabei. Der Principal, Kate, Rowan. Vorneweg natürlich die Eltern. Ja, das war dann die fünfte Episode von Life is Strange. Was ich jetzt erzähle, werde ich hinter beide Entscheidungen hinschneiden. Sprich, wenn ihr den Abspann bei einer Folge gesehen habt, dann müsst ihr es euch nicht bei der anderen nochmal anschauen, für den Fall, dass ihr euch beide anschauen wollt. Ich wollte euch da wirklich die Möglichkeit geben, diese eine finale Entscheidung selber zu treffen. Und ja, letztendlich, welche Entscheidung ihr auch immer getroffen habt,
ich hoffe mal, dass ihr genauso viel Spaß hattet wie ich. Zum einen, es hat viel Spaß gemacht. Aber es gibt auch wirklich die Momente, wo ich bei diesem Spiel ja, die Entwickler verflucht habe. Da waren teilweise so harte Entscheidungen. Und manchmal gab es auch nicht die richtige Entscheidung. Und für mich ist Life is Strange das beste, ja, storygetriebene Spiel dieses Jahres. Man kann nicht sagen, natürlich, das letzte Spiel, weil es gibt viele andere Genres. Es gibt ja Action, Strategie, was auch immer, aber storymäßig, das ist echt verdammt gut. Und auch wenn einige sagen hier, ja, die Synchronisation war nicht lippensynchron, das mag stimmen. Aber trotzdem war die Synchronisierung, die Stimme an sich, das war verdammt gut umgesetzt. Und ich habe hier teilweise gesessen und war wirklich wie in so einem Bann, wenn ich eine Episode gespielt habe. Bis auf jetzt die fünfte, wo technische Probleme und Zeitprobleme waren, habe ich die immer in einem Stück durchgespielt. Das waren teilweise über 4 Stunden. Aber das merkst du halt gar nicht, wie schnell das umgeht. Und das war so klasse. Schön finde ich hier gerade noch einmal auch der eine Liedtitel falsch rum. Aus der Zeit, wo es rückwärts lief. Dann findet man ein Spiel, das auch die Musik hier so krass einsetzt, wie es hier gemacht wurde. Das hat auch unheimlich Atmosphäre gebracht. Und ja, wirklich, also das Spiel, das hat was. Ich finde es schade, ich habe leider nicht immer alle Fotos gefunden. Das werde ich mir vielleicht später nochmal anschauen. Da kann man gerne mal ein oder zwei ungünstig übersehen. Ja, und ich hoffe einfach, schaut mal, wenn es das irgendwann mal im Sale gibt, greift einfach mal zu. Auch wenn ihr wisst vielleicht, dass es hier rausläuft, aber es gibt vielleicht unterwegs so viele andere Entscheidungen, wo ihr vielleicht was anderes gerne anders gemacht hättet, als ich es jetzt gemacht habe. Und was Dontnod auch gesagt hat, dass natürlich eine zweite Staffel, sagen wir mal, schon in Planung ist. Allerdings aufgrund des Ausgangs, wie es jetzt war, mit anderen Personen. Ich habe nichts dagegen, es muss nur gut gemacht werden. Das Problem wird sein, dass jede Fortsetzung damit verglichen werden wird, wie die erste Staffel, nenne ich es mal, jetzt war. Einige werden wirklich immer sagen, ja, das ist nicht so gut wie Max und Chloe. Also das Nachfolger wird es hier sehr schwer haben, sich dran zu messen. Aber ich lasse mich da gern eines Besseren belehren, was Square Enix da entwickeln wird. Mit neuen Charakteren. Und damit danke ich euch fürs Zuschauen. Ich werde jetzt hier gleich wieder noch einen Schnitt machen, denn wir wollen natürlich auch in die Statistiken nochmal schauen. Und das wird dann wieder bei beiden etwas anders sein. Also nach diesem Gelaber hier kommen jetzt nochmal andere Sachen. Ich hoffe zumindest, dass ich jetzt hier das skippen kann. Manchmal ging es nicht. Es scheint zu gehen. Und damit springen wir jetzt in die Statistiken. So, dann schauen wir uns mal an, wie die Leute sich entschieden haben. Ist erstaunlich nah aneinander, muss ich zugeben. Also wenn ich mal so an die großen Entscheidungen zurückdenke. 46% ist viel, finde ich, haben sich dafür entschieden, dass Chloe wichtiger ist als Arcadia Bay. Und 54% haben gesagt, ja, es ist leider die einzige Lösung. Und das sind die kleinen Entscheidungen. Okay, bei 96% hat David eine Narbe bekommen. Das war bei uns auch so während des Kampfes. Anscheinend konnte man ihn ohne Narbe rausholen, aber wie man an den Prozenten sieht, das war wohl nicht so einfach. Also das haben nur 4% geschafft. Ich hätte natürlich mal alle Sachen durchprobieren können. Scheint wohl versteckt gewesen sein. Nächste ist wieder knapp. Ein paar haben da wirklich gesagt, okay, lass David Jefferson mal abknallen. Ich hatte mich dagegen entschieden. Und das haben auch ein bisschen mehr gemacht. Den Trucker haben 2/3 gerettet. Wusste ich. Ich finde es jetzt erstaunlich bei diesen Rettungssachen. Also man sieht jetzt 4 Leute. Trucker, Evan, Alyssa und Fisherman.
Und da hat mindestens immer ein Viertel es nicht geschafft. Und ich fand das jetzt nicht so extrem schwer, weil da ist man halt zu jedem erinnert, bei jedem was gemacht. Der Fischer, der war ein bisschen kompliziert. Weil dann hätte man auch sagen können, okay, jetzt ist er im Strom gelandet und dann geht man halt rechts rum und lässt den da liegen. Da hätte ich es verstanden, aber da haben es sogar interessanterweise noch mehr geschafft als zum Beispiel bei Evan oder beim Trucker. Finde ich erstaunlich. Das nächste wundert mich jetzt auch ein bisschen. Also ich hatte wirklich mit David, ich fand es gut, was der gemacht hat. Der hat uns gerettet und deswegen wollte ich auch wieder, dass er mit Joyce zusammenkommt. Und das haben nur 39% gemacht. Also da hätte ich vielleicht erwartet, dass vielleicht mehr in ihrer Entscheidung nochmal umdrehen. Und ich habe Frank die Wirklichkeit über Rachel gesagt, weil ich auch letztendlich das nicht mehr ändern konnte und ein bisschen das Gefühl hatte, dass wir eben das geschuldet haben. Ja, und dann gibt es auch noch die Entscheidung, was haben wir mit Warren gemacht? 7%, die waren ganz fies, die haben gesagt, ja, soll mal weggehen. 27% haben so den schönen Mittelweg, haben ihn mal geknuddelt. Aber die meisten 2/3 haben ihm einen Kuss gegeben. Ja. Damit müssen wir wohl hier aus den Sachen raus. Ja, das war's dann mit Life is Strange. Ich habe schon meine Abschiedsrede gehalten, deswegen sage ich an dieser Stelle nur nochmal Danke fürs Zusehen und vielleicht bis ein andermal in einem neuen Let's Play. Macht gut, danke!